Tunesien, mit der Hauptstadt Tunis, ist das nördlichste Land Afrikas. Es grenzt an Algerien im Westen und Libyen im Südosten. Gesäumt wird es von 1000 Kilometern Mittelmeerküste, vor der auch die bekannte Ferieninsel Djerba liegt. Ganz im Westen wiederum, rund um Nefta, befindet sich Tunesiens sandige Wüste. Seit der Antike ist Tunesien ein wichtiger Handelsstützpunkt und zugleich Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen. Erst kamen die Phönizier, dann die Römer und später die Araber. Rund 100 Kilometer südwestlich von Tunis stehen die Ruinen der römischen Stadt Douga. Sie gehören zu den am besten erhaltenen in Nordafrika. Die Bewohner der zentraltunesischen Stadt El Djem wurden mit Olivenöl reich. Um 238 nach Christus bauten sie ein Amphitheater mit 35.000 Plätzen. Seit 1979 ist El Djem Weltkulturerbe. Doch die Zeit der Römer nahm ein Ende, als im 7. Jahrhundert muslimische Araber nach Tunesien vordrangen. Kairouan wurde ihre Hauptstadt. Sie ist die viertheiligste Stätte des Islam. Ihr Wahrzeichen und bis heute Pilgerziel, die Sidi Oiba-Moschee. Hier hielten Karawanen, Händler verkauften ihre Waren, damals wie heute. Im Souk von Kairouan zeigt sich Tunesien von seiner orientalischen Seite. Die Kuppeln der meisten Dächer Kairouans sind weiß getüncht. Eine perfekte Leinwand für Safouen Millet. Er ist Kalligraf. Diese bemalten Kuppeln stehen für die Identität Kairouans. Sie spiegeln das Leben hier wider. Sie stehen auch für die Zeichen und Buchstaben des gesegneten Korans. Kalligraphie, die Kunst des schönen Schreibens. Was ich hier mache, ist keine Schrift in dem Sinne. Man kann es also nicht lesen. Es sind Elemente aus der arabischen Schrift, die ich in eine ästhetische Form bringe. Das islamische Bilderverbot untersagt in der strengen Auslegung die Darstellung von Menschen und Tieren. Das führte zur Entwicklung der Kalligraphie als Kunstform. Safouen will sich gleich mit einem Teppichhändler treffen. Der ist an seinen Malkünsten interessiert. Faisal Alani besitzt eines der größten Geschäfte in ganz Kairouan. Es gleicht einem orientalischen Palast, in dem, wie nebenbei, mit kostbaren Teppichen gehandelt wird. Ein paar seiner eigenen Ideen will der Auftraggeber Safouen gerne aufgeben. Guck mal, hier oben. Mein Vorschlag ist, schreib es nicht dort, sondern schreibe hier Kairouan. Aber der lässt sich beim Malen einfach inspirieren. Ich habe Safouen den Auftrag gegeben, weil er der Erste in ganz Kairouan ist, der sowas macht. Normalerweise würde ich hier Kacheln oder ein Mosaik anbringen, aber ich wollte mal was Neues ausprobieren.
Für Safouen ist Kalligraphie mehr als nur eine künstlerische Ausdrucksform. Regelmäßig bringt er Jugendlichen das schöne Schreiben bei. Die islamische Kunst mit ihrer arabischen Kalligraphie, der Verzierungen und der Architektur ist unser kulturelles und historisches Erbe, das an die Jugend weitergegeben werden sollte. Nur so können wir es bewahren. Von Kairo an geht es ans Mittelmeer. Über 1000 Kilometer Küste ziehen Sonnenhungrige aus aller Welt an. Hammamet gehört heute zu den beliebtesten Urlaubsorten Tunesiens. Anfang der 1970er Jahre kam der Massentourismus ins Land. Heute ist Hammamet fest in der Hand von Pauschaltouristen. Und das ist gut so, denn der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsmotor des Landes und sichert Arbeitsplätze. Und auch Djerba, die größte Insel Nordafrikas, erfreut sich großer Beliebtheit. Seit der Antike besiedelt, hat sich auf der Insel eine ganz eigene Kultur entwickelt. Nahe dem Hafen liegt die Verteidigungsanlage Borsch El Kebir, auf Deutsch Große Burg. Während die Touristen hauptsächlich die Küstenorte auf Djerba besuchen, geht es im Landesinneren noch ganz ursprünglich zu. Das Dorf Eriat wurde von jüdischen Flüchtlingen gegründet. Hier fand 2014 das Street-Art-Projekt Djerbahut statt. Mehr als 100 Künstler aus aller Welt machten aus den weißen Wänden des Dorfes echte Kunstwerke. Es ist Markttag in Eriat. Fast alle hier tragen die für Djerba typischen Strohhüte, die vor der Sonne schützen. In Tunesien scheint an mehr als 300 Tagen pro Jahr die Sonne. Da gedeihen auch Oliven hervorragend. Sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Tunesien ist nach Spanien und Italien drittgrößter Olivenölproduzent. Seit der Antike werden sie im ganzen Mittelmeerraum angebaut. Jamal Ben Amar ist Olivenbauer in dritter Generation. Die Bäume brauchen besonders in den heißen Sommermonaten viel Wasser. Alle im Dorf können sich hier bedienen. Ich fülle meinen Wassertank aus diesem Brunnen auf. Dann bewässere ich meine Oliven und dann komme ich zurück und hole neues Wasser. So geht das hier den ganzen Tag. Jamal ist stolz auf seinen Traktor. Seine Vorfahren mussten noch mit einem Esel Vorlieb nehmen. Ich lebe noch genauso wie mein Vater und mein Großvater. Allerdings haben sie die Landwirtschaft damals noch mit Tieren betrieben. Ich habe immerhin einen Traktor. Die Erzeugnisse sind nicht für den Verkauf bestimmt, sondern für den eigenen Bedarf. Datteln, Feigen, Weintrauben und Oliven bauen wir für uns selbst an. Alles zum Essen für die eigene Familie. Doch nicht nur die Olivenfelder hat er geerbt, sondern auch seinen Zweitjob. In der Ben Mueswe Moschee in Guelela. Hier muss Jamal seinen Pflichten als Imam nachkommen. Dazu gehört, 5-mal am Tag zum Gebet rufen. Jetzt ist das Nachmittagsgebet dran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Die große Mehrheit der Djerbi sind Muslime. Genauer gesagt Ibaditen. Eine Sondergemeinschaft des Islam, die sich gegen Gewalt und für Toleranz einsetzt.
Die Aufgabe des Imams besteht darin, Vorbild für die Gemeinde zu sein. Ähnlich wie ein Politiker steht ein Imam unter ständiger Beobachtung. Es wird permanent geschaut, ob er konsequent handelt und mit seinem Verhalten ein Vorbild für andere ist. Ein Imam versucht, weise zu sein und wohlbedachte Ratschläge zu geben. Imam in einer kleinen Gemeinde, das ist ein Ehrenamt und eine große Verantwortung. Jamal Ben Ammar hat sich dieses Amt nicht ausgesucht. Es ist kein Vergnügen. Nein, bestimmt nicht. Man opfert viel Zeit für die Erfüllung der religiösen Pflichten. Aber was soll ich machen? Ich habe keine Wahl. Ich versuche, eine Balance zwischen meinem Leben und meiner Arbeit zu finden. Es hat eben alles seinen Preis. Jetzt muss er schnell zurück aufs Feld. Die Oliven brauchen neues Wasser. Aber in wenigen Stunden wird er zurück sein und erneut zum Gebet rufen. Von der Insel Djerba geht es zurück aufs Festland. Östlich von Tunis stehen die Relikte von Karthago. Noch heute sind die punischen Hafenanlagen gut zu erkennen. Hier lagen die Kriegs- und Handelsschiffe der Karthager, deren Galeeren für ihre Schnelligkeit berühmt und gefürchtet waren. Karthagos Machtbereich erstreckte sich von der afrikanischen Küste bis nach Europa. Die Ruinen liegen am Golf von Tunis. Gegründet im 8. oder 9. Jahrhundert vor Christus von phönizischen Siedlern, entwickelt sich Karthago zur wichtigsten See- und Handelsmacht am Mittelmeer. Von 1881 bis 1956 war Tunesien französisches Protektorat. Aus dieser Zeit stammt auch die Kathedrale von Karthago. Seine Unabhängigkeit erlangte Tunesien 1956. Doch es brauchte viele Jahrzehnte und den arabischen Frühling 2011, bis das kleine Land am Mittelmeer eine Demokratie wurde. Die Medina, die Altstadt von Tunis. Viele der jungen Tunesier orientieren sich eher an einem westlichen Lebensstil, träumen davon, im Ausland zu studieren. Aber es gibt auch die, die weg waren und zurückgekehrt sind in die alte Heimat. Der Strand von La Marsa, nördlich von Tunis. Anissa Medeb ist Modedesignerin. Sie studierte in New York, kam zurück und gründete 2016 ihr eigenes Modelabel Anissa Aida. Heute machen wir ein Fotoshooting für meine neue Kollektion. Ich möchte natürlich, dass die Sachen gut rüberkommen. Ich achte auf jedes Detail. International bekannte Modeschöpfer aus Tunesien gibt es bislang nur wenige. Anissa Medeb gehört zur eher französisch geprägten Oberschicht Tunesiens. Sie wuchs in Tunis und Paris auf. Die Öffnung des Landes gen Westen ist auch eine Chance für sie. Die tunesische Frau ist die modernste der ganzen arabischen Welt. Ich möchte gern diesen neuen Stil zeigen. Man kann bequeme Kleidung tragen, sich in seiner Haut wohlfühlen und trotzdem Stil beweisen. Auch die Stoffe für ihre Kollektionen kommen aus Tunesien. Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist, die traditionelle Handwerkskunst zu unterstützen, wie zum Beispiel die Handweberei. Ich verwende oft handgewebte Seidenstoffe.
Hier in der Medina von Tunis gibt es noch Weber, die diese Technik beherrschen. Mit denen arbeite ich gern zusammen. Das zum Beispiel ist ein zweifarbiger Seidenstoff. Daraus mache ich dann solche Hemden. Das hier ist aus handgewebter Seide. Ich mag die Farben des Mittelmeers. Weiß und Blau. Das erinnert mich an den Himmel, das Meer und die mediterranen Dörfer. In den Jahren nach dem arabischen Frühling hat sich für die Menschen in Tunesien viel verändert. Aber nicht alle Probleme sind gelöst. Viele junge Tunesier haben keine Arbeit. Doch in Tunis gibt es auch eine Bohème, die genau das will, was Anissas Mode ausdrückt. Kulturelle Identität auf der einen Seite und lässigen Schick, den man überall auf der Welt tragen kann. Am Strand von La Marsa findet das Fotoshooting an dem alten Badehaus Koubet al-Hawa statt. Die neuen Freiheiten, die vor allem die jungen Tunesier nach der Revolution genießen, bringen das nordafrikanische Land Europa näher. Das Mittelmeer, das ist meine Kindheit, das sind meine Wurzeln. Das Mittelmeer bedeutet Offenheit für mich. Das möchte ich auch mit meiner Mode ausdrücken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Tunesien Sehnsuchtsziel dreier Maler. Paul Klee, August Macke und Louis Moyer brachen 1914 zu einer Reise nach Tunis auf, die in die Kunstgeschichte einging. Sie besuchten auch Sidi Bou Said und ließen sich von dem Licht, den Farben und dem Meer inspirieren. Zurück auf der Insel Djerba. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Tunesien rund 100.000 Juden. Heute sind es etwa 2.000. Die Hälfte von ihnen ist auf Djerba zu Hause. Am Freitagabend steht in Eriat alles im Zeichen des Schabbat. Festtagsstimmung. Auf der Straße werden selbstgebackene Kuchen verkauft. Die Kinder bekommen Süßigkeiten. Nicht weit entfernt liegt die Lagriba-Synagoge. Bis 2002 konnten Besucher hier durchlaufen ohne verschärfte Sicherheitskontrollen. Aber dann gab es einen Terroranschlag. Die Synagoge ist jedes Jahr Pilgerziel von Juden aus aller Welt, die hier zur größten Wallfahrt Nordafrikas zusammenkommen. Nicht weit entfernt liegt die Ben Möswe Moschee von Olivenbauer und Imam Jamal Ben Ammar. Er hat für terroristische Anschläge im Namen seiner Religion kein Verständnis. In seiner Moschee sind Glaube und Toleranz kein Widerspruch. Allah sagt im Koran über seinen Gesandten Mohammed, wir entsandten dich als Barmherzigkeit für diese Welt. Und das gilt für alle Menschen, überall. Und mit den ganz anderen Problemen und Konflikten, die meistens durch Politik entstehen, wollen wir nichts zu tun haben. Kein Mensch mit Verstand wird Gewalt und Terror jemals gutheißen. Zum Sonnenuntergang besucht Jamal mit einem Freund die alte Wehrmoschee. Hier riefen die Imame nicht nur zum Gebet, sondern hielten auch nach feindlichen Schiffen Ausschau. Heute versuchen alle ein friedvolles Miteinander. Ob es nun Italiener, Christen oder Juden waren, wir haben mit ihnen nicht nur zusammengelebt, oft war das Verhältnis zu ihnen sogar besser als das zu anderen Muslimen. Das ist das Besondere an Djerba. Und wir sind wirklich stolz darauf.
Tunesien ist der kleinste Maghreb-Staat. Mit seinen vielfältigen Landschaften zwischen Meer, Wüste, Bergen und Wäldern ist er so etwas wie der Mikrokosmos der mediterranen Welt. Die Ausläufer des Atlasgebirges erreichen hier Höhen von bis zu 1200 Metern und bilden fruchtbare Täler. Tunesiens Norden ist überraschend grün. In den Bergen der Krummerie fällt viel Regen. Mächtige Korkeichen, wie man sie aus Spanien und Portugal kennt, gedeihen hier. Aus der Rinde werden Flaschenkorken oder Dämmmaterialien hergestellt. Diese beiden Männer sind allerdings auf der Suche nach etwas anderem, das sich hier tief im Korkeichenwald verbirgt. Wir suchen nach den Wurzeln von Heidekraut. Vor allem dem großen Heidekraut, der Baumheide. Die sind gar nicht leicht zu finden. Und wie man sieht, ist das ganz schön anstrengend. Bruyère, das Holz der Baumheide, wird traditionell zur Herstellung von Tabakpfeifen verwendet. Und nicht jede Wurzel eignet sich dazu. Das hier ist eine sehr gute Heidekrautwurzel, weil sie einen schönen dicken Stamm hat. Sie wird so um die 35 Jahre alt sein. Sie ist im Inneren ganz fest und ebenmäßig gewachsen. Ich bin sehr zufrieden. Es kommt selten vor, dass man so eine schöne findet. Für den jungen Pfeifenmacher Anis Bujnak ist es das erste Mal, dass er nach den Wurzeln sucht. Deshalb setzt er auf die Erfahrung seines Mentors. Abslim ist unser Meisterpfeifenmacher. Er arbeitet schon seit 39 Jahren bei uns und er hat mir alles beigebracht. Obwohl sein Vater und Großvater Pfeifenmacher waren, hatte Anis zunächst nicht die Absicht, in ihre Fußstapfen zu treten. Er lebte seit seiner Jugend in Paris und machte gerade eine Ausbildung zum Koch, als sein Großvater starb. Nach dem Tod meines Großvaters bin ich nach Tunesien gekommen, um seinen Nachlass zu regeln. Als ich dann das Atelier so sah, verschlossen, ohne jemanden, der sich darum kümmert, hat mir das im Herzen wehgetan. Immerhin hat er es die Familie seit drei Generationen ernährt. Anis gab seinen Job in Frankreich auf und kehrte nach Tunesien zurück. Und fand hier den besten Lehrmeister, Abdeslim. Für das Handwerk des Pfeifenmachers muss man neugierig und leidenschaftlich sein. Am Anfang ist es sehr schwer. Das Holz ist sehr hart, wie Metall. Man braucht Geduld, Leidenschaft, viel Liebe und Respekt für die Natur und das, was sie uns gibt. Anis ist zurückgekommen und kann von seinem Handwerk leben. Das ist nicht überall in Tunesien so. Tunesiens Süden. Heiß. Unwirklich. Wie eine Fata Morgana. Als sei man auf einem anderen Planeten gelandet. Das stimmt sogar fast. Denn der Regisseur George Lucas drehte hier 1977 den ersten Teil seiner Weltraumsaga Star Wars. Und bis heute lockt der Ort Tatooine Fans aus aller Welt hierher.
Auch diese beiden Männer planen etwas Großes. Ein Musikfestival. Hier ist der Haupteingang und hier sind die Dünen, siehst du? Rund um den Campingplatz wollen wir kleine Buden aufbauen. Und hier wird die Bühne sein. Drumherum machen wir zum Schutz einen Zaun aus Palmwedeln, wie die Leute hier in Nefta es traditionell machen. Ich finde, wir sollten unseren Campingplatz hier einrichten, gleich neben der alternativen Szene. Dieser Ort hier heißt Moses Bar. Die Kulissen wurden extra für den Film gebaut. Sie haben trotz der langen Zeit, den Witterungseinflüssen und dem Sand überlebt. Für Tunesien ist das ein sehr wichtiger Ort. Patrick Elouargi ist hauptberuflich Hotelier. Der Franco-Tunesier veranstaltet das Festival zum dritten Mal. Stunden lang soll es hier nonstop Musik geben. Ein Festival mit Tausenden von Besuchern, von denen viele hier campen wollen, mitten in der Wüste. Der Anspruch der Organisatoren, alles soll umweltfreundlich sein. Da unten wird das Festival stattfinden, in der Star Wars-Kulisse. Aber hier wollen wir einen Campingplatz einrichten. Die Herausforderung von Dünelektronik ist, den Gästen einen gewissen Komfort zu bieten. Es wird umweltfreundliche Trockentoiletten geben, Duschen. Das ist alles ganz schön kompliziert. Im Jahr 2015 fiel das Festival aus. Nach Terroranschlägen mit vielen Toten brach der Tourismus praktisch zusammen. Sicherheit ist deshalb seitdem oberste Priorität. Jetzt ist Patrick Elouargi aber erstmal mit dem Bürgermeister von Nefta verabredet. Denn auch Parkplätze müssen eingerichtet werden. Du sagtest, man kann 3.000 oder 4.000 einrichten? Hier hauptsächlich Autos und da hinten die Busse. 20 bis 30 Busse. Hier sollen also Autos parken. Ein Wagnis. Aber der Bürgermeister von Nefta sieht in dem Projekt eine Chance für seine Stadt. Nefta war in der Vergangenheit sehr beliebt bei Touristen. Wir hier warten ungeduldig auf das Festival, denn es wird sicher auch Geld in die Stadtkasse spülen. Viele Leute werden von dem Festival profitieren. Der Erfolg des Festivals liegt in unserem Interesse. Und wir heißen alle Gäste herzlich willkommen. In 6 Wochen soll das Festival stattfinden. In diesem heißen, trockenen Teil des Landes ist Wasser Lebenselixier. Es lässt Oasen entstehen. Im Talkessel von Nefta glitzert das Wasserreservoir wie ein großes Auge. Von hier aus wird das kostbare Nass in Kanäle geleitet, die die Oase bewässern. In dieser gedeihen Dattelpalmen. Ein Wunder mitten in der Wüste. Bewässerung ist das Zauberwort. Datteln waren früher Grundnahrungsmittel und nahrhafte Wegzehrung für die Karawanen. Neben Datteln prägen auch Gemüseplantagen überall im Land das Landschaftsbild. Auf diesem Feld werden Chilis geerntet. Ein Teil der Ernte wird an eine örtliche Frauenkooperative verkauft. Tahadi, zu Deutsch Herausforderung, heißt ihre Organisation. Die Idee dazu hatte Nijua die Flairwi. Ich schaue mir heute die Felder der Bauern an, die uns mit Chilischoten beliefern. Die Schoten bringen wir dann zu unseren Mitarbeiterinnen, die sie auffädeln und sie zum Trocknen in die Sonne hängen. Nach einem Monat können wir sie dann zu traditioneller Harissa verarbeiten. Die Schoten sind nicht besonders scharf. Sie eignen sich gut für Harissa. Feldarbeit ist in Tunesien noch immer, meist schlecht bezahlte, Frauensache. Aber die meisten Arbeiterinnen sind trotzdem froh über ihren Job. Das Einkommen ist ein wichtiger Beitrag für die Familienkasse. Bei Tahadi arbeiten nur Frauen.
Genau das war die Idee, mit der Nijua Di Flaoui 2013 das Unternehmen gründete. Die Idee kam uns nach der Revolution. Das Ziel ist, Frauen aus dem ländlichen Bereich zu mehr Selbstständigkeit und eigenem Einkommen zu verhelfen und ihre Rolle in der Gesellschaft zu stärken. Früher war es sehr schwierig für Frauen, sich in einer Kooperative zu organisieren. Harissa ist im ganzen Maghreb bekannt. Ihren Ursprung hat sie aber in Tunesien. Und hier ist sie auch am schärfsten, wegen des besonders hohen Chili-Anteils. Viel Knoblauch gehört auch dazu. Gewürzt wird der Chili-Brei dann mit Kreuzkümmel, Koriandersamen und Salz. Wir wachsen mit Harissa auf, sehen, wie unsere Mütter und Großmütter es zubereiten. Wir würzen unsere Speisen damit. Es kommt in Suppen, man kann Sandwiches damit bestreichen und einige verwenden es sogar auf Pizza. Jede tunesische Hausfrau kann Harissa machen. Nijua Di Flaoui entwickelte daraus eine Geschäftsidee. Ihr Leben hat sich dadurch verändert. Plötzlich besuchte sie Managementkurse, wurde ins Ausland eingeladen und bekam Unterstützung beim Kauf der Maschinen. 164 Frauen machen inzwischen mit. Sie wechseln sich ab, können sich die Zeit einteilen. So schaffen sie den Spagat zwischen Beruf und Familie. Am Anfang wollte niemand so recht an Nijuas Idee glauben. Sie ging von Tür zu Tür, um die Männer der Frauen zu überzeugen. Es gab Leute, die waren dafür, andere waren dagegen. Aber wenn die Männer sehen, wie die Frauen hier bei uns arbeiten, bringen sie Verständnis auf. So bekommen die Frauen die Möglichkeit, ihre Familien finanziell zu unterstützen. Denn oft reicht der Verdienst des Mannes allein nicht aus. Was wir in letzter Zeit beobachten, ist, dass Frauen sogar zunehmend erfolgreicher sind als Männer. Denn sie sind entschlossener, Projekte zu starten und dran zu bleiben. Männer dagegen sind oft ungeduldig und geben schnell auf. Das Harissa der Frauenkooperative wird inzwischen auch nach Europa geliefert. Zurück geht es in den Norden des Landes, nach Tabarka. Hier ist Pfeifenmacher Anis Bujnak dabei, das harte Holz der Baumheide in Form zu bringen. Dass er einmal in der Werkstatt seines Großvaters sitzen würde, hätte er sich nie träumen lassen. Denn eigentlich hatte er sich längst ein Leben in Frankreich aufgebaut. Die Pfeifenmanufaktur ist kein Ort, um schnelles Geld zu machen. Jede Pfeife, die Anis Werkstatt verlässt, ist ein Unikat. Ich produziere eine Pfeife am Tag. Manchmal verbringe ich auch 2-3 Tage damit, wenn ich das Mundstück auch selbst mache. Es kommt auch vor, dass Kunden ganz spezielle Wünsche haben. Das kann dann bis zu einer Woche dauern, denn ich arbeite sorgfältig und nehme mir Zeit. Es sei der entschleunigte Genuss, den sie so genießen, sagen Pfeifenraucher. Die Pfeifenraucher dieser Welt haben komplett verschiedene Erwartungen an eine Pfeife. Die Deutschen zum Beispiel rauchen vor allem aus Prestige. Die Italiener mögen leichte, praktische Pfeifen. Die Franzosen sind eine Mischung aus beiden. Ich selbst schätze italienische und dänische Pfeifen. Die vor allem sind sehr fein gearbeitet. Pfeife rauchen. Ein Ritual, das Anis nach getaner Arbeit mit einem Freund immer wieder gerne selbst zelebriert. Au début,
Als ich nach Tunesien zurückkehrte, war das am Anfang schwierig für mich. Ich kannte das Land nur aus meiner Kindheit und aus dem Urlaub. Ich hatte nie als Erwachsener hier gelebt. Aber heute bin ich sehr froh darüber, zurückgekehrt zu sein. Weit weg von den grünen Hügeln der Krummerie an der tunesischen Mittelmeerküste. Die Kerkennah Inseln, ein kleiner Archipel im Golf von Gabes. Der Legende nach soll Odysseus hier von der Sirene Circe betört worden sein. Die flachen, windigen Inseln eignen sich nicht für die Landwirtschaft. Haupteinnahmequelle der Inselbewohner ist deswegen die Fischerei. Auf Kerkennah hat sich eine schon in der Antike bekannte Technik bewahrt. Scharfia heißen die aus Holz und Palmwedeln ins flache Wasser gesteckten Fallen. Die Fische schwimmen, angelockt durch Köder, immer weiter in das Labyrinth, bis in die Kammer des Todes, wo die Fischer sie dann herausholen. In dem flachen, von Seegraswiesen bewachsenen Gewässern rund um die Kerkennah Inseln lebt aber auch noch eine andere, besonders begehrte Beute, der Tintenfisch. Um die schlauen Tiere zu überlisten, haben sich die Fische eine ungewöhnliche Fangmethode ausgedacht. Töpfe. Mit ihnen fängt man auf Kerkennah Tintenfische. Najee Damen ist einer der wenigen Fischer, die diese alte Technik noch beherrschen. Wir beladen das Boot mit den Tonkrügen und fahren aufs Meer hinaus. Dann werden sie an einer Schnur befestigt und im Meer versenkt. Die Tintenfische verstecken sich nachts gern in unseren Krügen. Sie verbergen sich dort wie in einer Höhle und warten auf Beute. Wenn dann ein Fisch vorbeischwimmt, schnappt der Krake sich ihn und frisst ihn auf. Kaum jemand fischt heute noch mit Tonkrügen, außer Najee. Er ist auf der Insel groß geworden. Ich habe früh die Schule abgebrochen und es gab keine beruflichen Alternativen. Als 17-Jährige habe ich dann angefangen, mit meinem Vater als Fischer zu arbeiten. Zuerst war ich noch sehr unerfahren, aber er hat mir Stück für Stück alles beigebracht, bis ich allein arbeiten konnte. Najee kennt die Stellen, wo sich der Tintenfisch am liebsten aufhält. Die größten Vorkommen von Tintenfisch in Tunesien gibt es hier bei Kerkennah, die zweitgrößten bei djerba. Tintenfische mögen einfach flache Gewässer, wo es Seegras und viele Fische gibt. Najee wird die Tonkrüge über Nacht im Meer lassen. Am nächsten Morgen wird sich zeigen, ob ihm der schlaue Tintenfisch in die Falle gegangen ist. Der Chott el-Djerid ist das größte Salzseengebiet der Sahara mit einer Ausdehnung von über 7000 Quadratkilometern. Bei Temperaturen über 50 Grad verdunstet das Wasser und das Salz kristallisiert. Unter der vermeintlich festen Oberfläche lauert Schlamm. Ganze Karawanen sollen hier versunken sein. Nicht weit entfernt die Wüste bei Nefta.
Für die Organisation des Musikfestivals am ehemaligen Star Wars-Drehort bleibt nicht mehr viel Zeit. Die ersten Gäste bevölkern schon das Festivalgelände. Aber alles läuft anders als geplant, denn ein Sandsturm kündigt sich an. Veranstalter Patrick Eluagi ist in Sorge. Was, wenn die monatelangen Vorbereitungen umsonst waren? Die Partygäste richten sich auf ein stürmisches Wochenende ein. Für mich ist Dünenelektronik auch ein Abenteuer. Wenn man ein Abenteuer erleben will, dann darf es auch mal ein bisschen ungemütlich werden. Und nach ein paar Stunden scheint zum Glück doch wieder die Sonne. Erleichterung beim Veranstalter. Für die nächsten 30 Stunden übernehmen die DJs die Regie. Der nächste Morgen auf den Kerkener Inseln. Najee Damen ist an die Stelle gesegelt, wo er gestern seine Tontöpfe verankert hat. Jetzt wird sich zeigen, ob er die Tintenfische überlisten konnte. Da ist einer. Da ist er. Ich habe einen. Da habe ich dich. Dieser Job ist so alt wie die Welt. Da. Das hier sind seine Augen. Wenn wir Fischer den Kraken töten wollen, dann beißen wir ihn hier am Kopf. So. Tot. Wenn man das nicht macht, quält er sich. Er braucht dann mehr als 5 Minuten, um zu sterben. Wenn ich den jetzt auf den Boden legen würde, würde er sich ins Meer ziehen. Den Tintenfisch kann Najee zu einem guten Preis verkaufen. Hier ist noch einer. Jetzt ist mein Tag gerettet. Es zieht mich immer wieder aufs Meer. Hier bin ich am glücklichsten. Auch wenn ich nicht mehr hauptberuflich als Fischer arbeite, muss ich zwischendurch immer mal wieder rausfahren. So arbeiten wie früher. Einen guten Fisch essen. Ohne das Meer kann ich nicht leben. Und ohne seine geografische Lage wäre Tunesien sicherlich nicht so vielfältig. Das kleine Land im Norden Afrikas zwischen Mittelmeer und Wüste.